Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Wenn ihr Lust habt, diesen Look mit mir zu schminken und vor allen Dingen einfach mal zu quatschen, was bei mir los ist, dann bleibt unbedingt dran und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, schön, dass ihr mich gefunden habt. Hier geht es um Make-up, meistens um farbenfrohes Make-up, aber ich liebe Make-up generell, Indie-Brands sind aber vor allen Dingen meine große Leidenschaft. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch gleich ein Abo da. Mittwochs und freitags lade ich meine Videos hoch und nach dem Intro starten wir gleich in ein Chatty Get Ready With Me. Hi, eine kurze Begrüßung am Anfang, schon mit dem fertigen Look. Das ist das Ergebnis, was wir erzielen werden. Vor allen Dingen bekommt ihr aber heute bei mir so ein kleines Live-Update. Wie läuft's mit dem Bau? Also schnappt euch ein Getränk, legt die Füße hoch, genießt die Show. Ganz viel Spaß bei diesem Chatty Get Ready With Me. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich es feiere, dass ich endlich wieder hier bin. Es ist so lange her, dass ich hier vor der Kamera Make-up getragen habe. Ich habe mich zwar zwischendrin immer mal wieder geschminkt, aber es ist doch jetzt endlich Zeit, dass ich hier meine kleinen schmuddeligen Finger reinquetsche. Und zwar ist das die Nouveau-Palette von Anastasia Beverly Hills. Und als die rausgekommen ist, Leute, ich war sofort so Feuer und Flamme. Und als ich auch dann noch die ganzen Reviews gesehen habe, wie gut die Qualität wohl sein soll, habe ich gesagt, ich brauche die. Und ich habe ein richtig gutes Schnäppchen gemacht und deswegen schnacken wir nicht lange. Es geht los, es wird hier ein Quatschvideo im Sinne von ich erzähle euch mal, was gerade so bei mir los ist. Wir machen das Make-up zusammen, wir verwenden einige Oldies but Goodies und ein paar neue Produkte, die ihr noch nicht so gesehen habt. Und wir schnacken nicht lange, wir legen direkt los. Mann, Leute, ich sag euch, es ist nicht mehr lange hin. Oh, viel Kick-up? Viel Kickback im Pen? Kein Problem. Muss ja erstmal nichts heißen. Ah, es ist echt bald soweit. Die letzten Wochen hier in der Wohnung sind gezählt. Es gab ja schon einen Bauverzug bei uns. Und das ist natürlich nie schön. Aber gut, was soll man machen? Müssen wir halt jetzt erstmal mit umgehen. Jetzt haben wir gerade 2. Augustwoche, wo ich dieses Video drehe. Im besten Fall geht es auch morgen schon online. Also heute ist Dienstagnachmittag. Mittwoch früh sollte das im besten Fall online gehen, dieses Video. Mal schauen, ob ich das schaffe oder ob noch ein anderes Video davor kommt. Auf jeden Fall soll in der 3. Augustwoche, soll dann Ende 3. Augustwoche, soll dann die Übergabe sein vom Haus. Und dann können wir rein und können die Wände streichen lassen und können da anfangen, die Böden verlegen zu lassen und so. Und ich sag euch, die Nerven liegen wirklich blank. Also es ist tatsächlich so, dass man jetzt am Ende wirklich merkt, wie die Luft raus ist, wie alle das irgendwie nur noch zu Ende bringen wollen. Gefühlt ist es auch so ein bisschen jetzt in den Pokern von der Hausbaufirma, dass sie gucken, was sie uns jetzt alles noch so rein, ja, so unterjubeln können, sag ich mal, an nicht ganz so super sauberer Arbeit, weil sie darauf pokern, dass jetzt gegen Ende einfach der Druck so hoch ist, dass man raus muss aus seiner Mietwohnung, dass man dann einfach das Haus so abnimmt, auch wenn da vielleicht Mängel sind und so. Da heißt es jetzt echt nochmal Arschbacken zusammenkneifen und versuchen, so ruhig wie möglich und so vernünftig wie möglich an die Sache ranzugehen. Und aber ich sag euch, wie es ist, ich mache wirklich nicht nur 3 Kreuze, wenn wir da durch sind mit dem Bauen erstmal. Ja? Also wenn wir dann erstmal sagen können, die Hausbaufirma ist dann erstmal da durch und wir können dann erstmal da unser eigenes Ding machen und die Handwerker sind weg und die Außengestaltung kann losgehen. Weil, ich sag euch, wie es ist, weil mir auch so viel die Hände gebunden gewesen sind, weil natürlich auch Handwerker Familien haben und in die Sommerferien fahren wollen und, hat jetzt auch viel einfach brach gelegen, ja? Und ist nichts passiert auf der Baustelle. Und da ich ja nicht selber Hand anlegen kann, ist es so, dass ich mich dann jetzt schon um andere Dinge gekümmert habe. Wie zum Beispiel habe ich jemanden gesucht, der die Außengestaltung übernehmen kann. Habe mich bei Nachbarn umgehört, was die so, wen die da so genommen haben. Und ja, also
ist auf jeden Fall einiges jetzt schon quasi geklärt, was dann im Außenbereich gemacht werden kann. Also im Endeffekt ist es so, dass wir, heute ist der 9.8., wir bekommen am 11. und 12., also am Donnerstag und Freitag diese Woche, bekommen wir auch unsere Küche schon geliefert, weil wir natürlich diesen Liefertermin nicht verschoben haben, weil wir natürlich so schnell nicht einen neuen Montagetermin bekommen, ne? Da, die haben ja auch, die Möbelhäuser haben ja auch zum Teil zwischen 6 und 12 Wochen Vorlauf, wie die Termine planen. Und da hieß es, entweder wir nehmen jetzt diesen Termin dann oder eben dann erst wieder 1, 2 Monate später. Und darauf hatten wir natürlich keine Lust. Das heißt, wir ziehen dann aber auch schon ins Haus ein und die Küche ist zum Beispiel drin. Wir haben da also keinen keinen Zeitverlust, wir haben da keine Überbrückungszeit, sondern können da direkt loslegen, was natürlich total schön ist. Was auch schön ist, sind hier die Farben. Also ich habe noch gar keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich kann euch schon mal sagen, dass ich die Qualität, ich kann das nur so bestätigen, wie ich das in den Videos gesehen habe, total schöne Farbabgabe, tolle Pigmentierung, schon sichtbar beim ersten Auftrag, aber eben nicht zu heftig pigmentiert, kann man noch schön mitarbeiten. Also wunderschön und ich hatte natürlich vor, irgendwas mit dem Lila zu machen. Und auch wenn das jetzt erst vielleicht am Anfang noch ein bisschen wenig kohärent aussieht, kann ich euch sagen, am Ende wird das Ergebnis bestimmt ganz toll sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau, also jetzt diese Woche kommt auf jeden Fall die Küche und dann ist das in trockenen Tüchern. Die Fließarbeiten in den Bädern fangen auch hoffentlich nächste, spätestens übernächste Woche an. Und ja, aber es ist aufregend. Und vor allen Dingen, wenn dann jetzt die Sommerferien in Berlin und Brandenburg vorbei sind, dann sind ja auch bei uns für unsere Kinder die Kita-Ferien vorbei. Und dann fangen die ja schon an mit der Eingewöhnung in der neuen Kita, die ja jetzt im Land Brandenburg ist. Und wir leben dann noch in Berlin. Und das sind alles so logistische Sachen, wo ich euch sagen kann, das wird auch nochmal eine richtige Herausforderung da. Auch eine emotionale Herausforderung, da diesen räumlichen Spagat dann auch einfach zu schaffen, von wir leben in Berlin, die Kinder haben eine Eingewöhnung in Brandenburg, das Haus wird auch in Brandenburg gebaut und mein Mann hat demnächst 4 Wochen Urlaub, der hat also seinen Jahresurlaub jetzt im Endeffekt auf diese Auszugszeit gelegt und ja, das ist schon Nerven sind halt langsam immer mehr zum Zerreißen gespannt und ich versuche halt trotzdem immer noch kluge Entscheidungen zu treffen und zu schauen, was, dass man eben weiterhin den kühlen Kopf behält. Aber ich sag euch, es fällt mir langsam immer schwerer, da einen kühlen Kopf zu behalten. Vor allen Dingen, weil ich eben auch irgendwie auch an meine argumentativen Grenzen stoße, wenn ich als Frau von den Handwerkern und vom Bauleiter nicht ernst genommen werde. Und das frustriert mich natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene, auf einer feministischen Ebene, wo mich scheinbar das Universum gerade ja, auf die Probe stellt und sagt, hier, Anne, hier ist gerade deine aktuelle Entwicklungsaufgabe, dass du lernst, dich als Frau nochmal durchzusetzen gegen Männer, dass die das genauso ernst nehmen, was du sagst, wie als würde das ein Penisträger sagen. Ja? Und das ist eine schöne Entwicklungsaufgabe, keine Frage, aber es ist auch eine ziemlich anstrengende Entwicklungsaufgabe. Während ich dann hier quasi in Vollzeit gerade die Kinder in der zweiten Woche zu Hause betreue und ja mein ganzes anderes Zeug hier zu Hause ja weiterläuft. Ja, also ich bin ja jetzt nicht losgelöst. Nur weil die Kinder jetzt Kita-Ferien haben, bin ich ja nicht losgelöst davon. Sieht übrigens sehr geil aus. Davon, was hier weiterhin laufen muss. Ich muss weiterhin Telefonate führen mit Handwerkern. Ich muss weiterhin Sachen für die Steuer machen. Die Kinder sind einfach dabei, ja. Und müssen halt irgendwie nebenbei mitlaufen und das ist natürlich gerade eine ganz besondere Herausforderung für mich. Aber ich versuche mein Bestes und ich hoffe, dass ich euch damit vielleicht einfach zeigen kann, dass wenn man als Frau etwas will, dass man das auch schaffen kann. Aber leider sind der Preis ist natürlich höher als Geld, ne? Also ich lasse hier viele Nerven gerade und umso schöner ist es, dass ich hier endlich mit euch diese Palette ausprobieren kann. Und ich frage mich jetzt, was ich für einen Schimmer jetzt auf meine Augen packe, weil ja, also ich finde das jetzt schon sehr schön.
Wahrscheinlich werde ich mir in den inneren Bereich diesen Ton hier reinpacken. Und als zweiten Ton, was könnte denn da schön aussehen? Schön sieht alles aus. Es ist ja eine sehr, sehr schön durchdachte Color Story. Ich glaube, ich nehme diese Farbe hier dann für den Außenbereich. Und dann gucken wir einfach mal, was hier Schönes passiert. So, also Farbabgabe ist immens. Ich bin natürlich auch mit meinem Finger reingegangen. Ich habe heute keinen Lidschattenprimer drauf, aber guckt euch doch mal an, wie schön das hier die Farbe abgibt. Und man hätte es nicht gedacht, aber es harmoniert alles trotzdem so, so schön miteinander. Also ich bin hellauf begeistert. Ich habe es schon fast vermutet, aber es ist trotzdem immer wieder schön auch zu sehen, dass die Vermutungen, die man hat, sich dann auch bestätigen. Ja, also richtig geiles Ding. Ich mache dieses Auge jetzt noch schnell fertig. Da gehe ich einfach nochmal in dieses schöne Mittelbraun rein mit diesem roten schönen Unterton. Tupfe mir das hier hinten nochmal auf, lagere mir das quasi hier so rüber und gehe nochmal mit dem Finger, wo ich diesen dunkleren Schimmerton habe, auch nochmal hier rüber. So kreiere ich nochmal ein bisschen Zusatztiefe mit diesen beiden Farben, indem ich die übereinander baue. Und dann mache ich das jetzt schnell auf dem anderen Auge noch fertig und mache mir die Augenbrauen und die Wimpern. Und dann zeige ich euch nochmal die anderen Produkte, die ich mitgebracht habe. Aber so far, so sexy. Juhu, so sieht es jetzt aus. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe gerade ein Mascara jetzt endgültig leer gemacht, beziehungsweise der ist jetzt ausgetrocknet. Aufgebraucht-Video kommt auch bald. Vielleicht habt ihr das Aufgebraucht-Video auch schon vorher gesehen. Kann sein, dass das zuerst kommt und dann der Make-up-Look. Auf jeden Fall, das landet in der Aufgebraucht-Kiste. Dann habe ich für die Augenbrauen mal wieder hier dieses Augenbrauenpuder von Make-up Mecca. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Von Make-up Mecca genommen, weil gerade, ich hatte doch letztens Auto-Make-up gemacht und da habe ich mein Mascara, mein Augenbrauenprodukt und eine Palette. Das ist alles noch in unserem Auto und mein Mann ist gerade mit den Kindern mit dem Auto unterwegs und deswegen habe ich einfach mal andere Produkte genommen, was ich total schön finde. Und heute ist es endlich soweit. Lange ist es her, dass Niki Helena, Grüße gehen raus an dich, den für mich mitbestellt hat. Und zwar ist das der von der Smoky Nostalgia Collection, einer von den neuen Blushes, der rausgebracht wurde von Kaleidos. Das hier stehen leider keine Namen hinten drauf. Im besten Fall blende ich euch den Namen ein. Ich glaube, das ist Sunburned. I don't know. Auf jeden Fall ist das so ein ganz neutraler Ton. Und vor allen Dingen ist das eine der samtigsten, seidigsten Formulierungen, die ich jemals in die Hände gekriegt habe. Und oh yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. So ein ganz wunderschöner, nudiger, neutraler Braunton. So, so schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Schön, dass ich den jetzt auch endlich benutze. Und ihr kennt mich ja schon. Ihr wisst ja, dass ich overblushed liebe. Und da habe ich jetzt wirklich ein bisschen viel aufgetragen. Aber das Produkt sieht wirklich so aus, als wenn ich es sehr gut verblenden kann, ausblenden kann. Und es macht so einen richtig tollen, weich gezeichneten Effekt auf der Haut. So, so schön. Ihr denkt dran, ich habe keine Foundation, nichts, gar nichts drauf. Ich habe nur einen Sonnenschutz heute drauf. Deswegen habe ich hier auch diese Rötungen in meiner Haut. Das stört mich überhaupt nicht. Ich schäme mich nicht dafür. Ich nehme es so, wie es ist. Und jetzt blende ich mir hier noch die Kante so ein bisschen weicher, dass es nicht so ganz so hart aussieht, die Linie. Aber Gott, ist das schön. Und am krassesten finde ich wirklich diesen weich gezeichneten Effekt. Den kann man in der Kamera gar nicht so gut beurteilen, weil ihr in der Kamera sowieso ein ziemliches flawless Bild von meiner Haut bekommt, die natürlich nicht so flawless aussieht, also so glatt, ne, so faltenfrei. Aber ich kann euch sagen, wenn ich hier mit dem Spiegel nah rangehe, hat es wirklich wie so einen Weichzeichner-Effekt. Dieses Rouge, dieses Puder-Rouge, und das ist wirklich genau das, was ich sehr, sehr sexy finde. Also richtig, richtig geil. Und dann habe ich hier nochmal einen Oldie but Goodie rausgesucht, und zwar einen Highlighter, einen Super Shock Highlighter von Colourpop. Und
in der Farbe Manifest That. Und das ist so, das passt so null, glaube ich. Okay, könnte ein bisschen zu dem Lila im Augenlook passen, ist mir aber auch egal. So einen tollen Highlighter mit so einem Lavendel-Unterton. Jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich auch noch meine passenden Pinsel dafür finde. Ich glaube, der Letizia Lemak-Pinsel, der ist da, glaube ich, ganz gut für diese Super Shock Highlighter. Mal gucken, ich weiß, dass der eher so ein bisschen glitterig ist, aber ich finde es einfach richtig, richtig schön. Vor allen Dingen auf diesem matten Rouge jetzt noch so einen schönen Glitter-Highlighter draufpacken. Ich finde es toll. Das Leben ist zu kurz für keinen Glitter-Highlighter. Wir werden nicht jünger und von daher trage ich den Glitter dann, wenn ich es für richtig halte. Und wichtig ist, dass ihr euch damit schön fühlt und dann strahlt ihr das auch aus. Und ja, ich liebe es. Sehr, sehr schön. Und weil ich ein bisschen extra bin, mache ich mir noch ein bisschen extra drauf. Eine zweite Schicht kann nicht schaden. Because why not? So, yes. Damit die Kante wieder nicht so hart aussieht, könnt ihr dann wieder mit dem Pinsel, mit dem ihr das Rouge aufgetragen habt, nochmal drüber gehen. Dann könnt ihr quasi die Kante von zwischen Rouge und Highlighter nochmal so ein bisschen verblenden, noch ein bisschen softer machen. So habe ich jetzt auch gemacht und denkt dran, immer hier schön in den Haaransatz, in den Schläfenansatz mit einarbeiten, sonst sieht es vielleicht wirklich ein bisschen krass aus, wenn ihr so overblushed seid. Dann auch da an der Stelle, liebe Grüße gehen raus an Bella und Niki. Ich benutze gerade super, super gerne das Eden Juicy Apple von Kajali. Das darf heute für diesen Wohlfühlmoment auch nicht fehlen. Hat die Tendenz, ein Jahresfavorit zu werden. Also haltet die Augen auf, wenn ich euch dieses Produkt nochmal zeige. Und was machen wir auf die Lippen rauf? Ich habe noch diesen Cold Smoke Kaleidoslip Clay, der auch in dieser Smoky Nostalgia Collection rausgekommen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der jetzt nicht zu viel ist. Würde natürlich auch wieder gut zu dem. Ach komm, wir machen das. Wir machen das. Muss nur kurz mal die Lippenpflege von meinen Lippen abmachen. Sag, diese Kaleidoslip Clays sind ja auch ein absolutes Lieblingsprodukt von mir. Und ich habe mir gedacht, ich hole jetzt mal die ganzen Sachen raus, die ihr so noch nicht oft bei mir gesehen habt. Und ich habe es immer noch nicht gelernt, dass die Klappe halten muss, wenn ich mir was auf die Lippen mache. Sehr schön. So, wie immer habe ich einen Lip Liner vergessen. Ihr müsst euch quasi vorstellen, ich hätte sogar einen gehabt. Ich nehme mal hier einen von Juvia's Place, ja, also in einer passenden Farbe hätte ich dann einen gehabt. Der hätte natürlich dafür gesorgt, dass man das Rote von meinen Lippen, was ja jetzt so dolle hervorsticht unter diesem kühlen Braun, ja, Braun-Grau-Mix, sticht es natürlich dolle hervor, ist mir egal, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich wasche das nachher sowieso wieder ab. Von daher, was ich jetzt noch mache, ist einfach, weil ich auch wieder extra bin, nehme ich mir nochmal meinen ColourPop Highlighter und setze mir hier nochmal ein Highlight in das Lippenherz. Yes! So, wir sehen uns gleich mit dem fertigen Look. Ich mache mir noch schnell die Haare und dann quatschen wir nochmal über die ganzen Produkte, die ich habe. Und also, bis gleich. Ich liebe es, wie es geworden ist. Ich muss mir übrigens unbedingt wieder die Haare abschneiden. Aber was jetzt vielleicht noch gut ausgesehen hätte, wäre zum Beispiel ein pastellfarbener oder gelber Liner in der Wasserlinie. Ich bin ehrlich zu euch, habe ich jetzt einfach vergessen, ist mir sofort jetzt gerade eingefallen. Als ich das Endergebnis gesehen habe, hätte auch ganz cool zu dem gelben Oberteil gepasst. Wie schön ist denn bitte schön diese Palette? Ich bin hellauf begeistert. Ich bin ehrlich mit euch, ich hätte nicht gedacht, dass diese Farben, wie ich sie jetzt auf dem Auge habe, so gut miteinander harmonieren. Also da hat Anastasia Beverly Hills wirklich nach langer Zeit mal wieder für meinen Geschmack eine wirklich tolle Palette rausgehauen. Was auch wirklich toll ist, sind diese anderen Videos von mir hier. Hier unten lasst ihr mir ein kostenloses Abo da. Ich freue mich, wenn die Community wächst. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Mal wieder. Passt schön auf euch und auch mit Menschen auf. Bis dann. Ciao.